So, wir finden uns dann bitte wieder zusammen für unseren nächsten Vortragenden. Das ist der Chris und er hat als Thema etwas eingereicht, was auf den ersten Blick immer nicht so komplett naheliegend zu Podcasts zu passen scheint, nämlich Foto und Podcasts, wo wir eigentlich sagen, Audio und was soll ich da mit den Bildern? Wir haben aber gerade eben bei dem Vortrag schon gesehen, naja, vielleicht möchte man Kapitelmarken auch mal mit Fotos versehen, vielleicht redet man über Dinge. Jetzt mir voran. Ich greife voraus, genau. Darum macht das alles total Sinn, dass der Chris jetzt hier Grund reinbringt, warum wir uns definitiv mehr mit Fotos beschäftigen sollten. The floor is yours. Vielen Dank. So. Also, Chris Marquardt bin ich. Die ein oder anderen kennen mich vielleicht von Happy Shooting oder von Tips from the Top Floor oder von Abzug FM oder von jetzt dem Glutenfrei-Podcast. Ich bin so, ja, ich würde sagen, ich gehöre so ein bisschen zu den Fossilien unter den Podcastern. Ich mache das schon seit über 10 Jahren. Und mein Thema ist in erster Linie die Fotografie, was interessanterweise ganz ordentlich funktioniert, auch einen Audio-Podcast über ein visuelles Thema zu machen. Das war am Anfang gar nicht glaubt, dass es geht. Am Anfang dachte ich, ich mache meine 10 Episoden und dann ist Schluss. Wie viel Zeit habe ich übrigens? Halbe Stunde? So ungefähr? Kannst du mir mal so nebenher reinrufen. Ich dachte so, nach zehn Episoden ist das rum. Dann kam damals iTunes 4. irgendwas und dann waren plötzlich Podcasts auf allen Macs und dann hat sich die Hörerzahl verzehnfacht und tja, egal. Foto und Podcast, ja, ich habe 4 Blöcke, über die ich reden möchte und der eine ist, warum brauchen wir denn überhaupt als Podcaster Fotografie? Was soll der Scheiß? Wir reden doch einfach nur, machen Audio, zumindest die meisten von uns. Nachdem ich euch dann überzeugt habe, warum wir die Fotografie brauchen, reden wir ein bisschen darüber, woher die Fotos kommen. Und dann, wie man die Fotos ordentlich einbindet. Ich glaube, die Reihenfolge ist ja, egal wie das mit der Reihenfolge ist. Und ganz am Schluss noch, was für Fotos? Das ist ja auch so eine Frage. Wie viele von euch würden sich als sehr fotointeressiert bezeichnen? Ja. Ist das eher so, weil Geek-Ecke und Maschinen mit Knöpfen und Displays sind einfach irgendwie sexy? Schon ein paar, ne? Also ist schon so oft der Tenor. Aber darum wollen wir halt gar nicht reden, um die Fototechnik. 30 Minuten, prima. Das Warum? Warum Fotos? Ja, relativ einfach. Da gibt es ein paar Gründe, warum wir Fotos wollen. Ein paar sind auch technischer Natur. Das erste ist, den Spruch kennt jeder, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, wird dem Herrn Reuter zugeschrieben, der von dem diese Nachrichtenagentur ausgeht. Ganz wichtig ist, ihr habt zwar ein ganz tolles Produkt und dank Ultraschall und Auphonic und so weiter klingt das auch super. Das heißt, ihr habt eine technisch richtig tolle Produktion, aber es ist halt Audio und Audio erschließt sich nicht sofort. Der erste Eindruck ist ein visueller und das in fast jedem Fall. Jeder Mensch sieht entweder eure Website oder sieht euer Logo in iTunes oder in irgendeinem Verzeichnis. Und dieser Eindruck, der funktioniert überhaupt nicht, wenn ihr eine leere Website habt, eine Textwüste, da kommt jemand, guckt kurz rein, dann geht wieder. Weil um eure Sendung zu erschließen, um sich eure Sendung zu erschließen, muss der erstmal hören und das muss er erstmal ein paar Minuten tun. Das Visuelle geht in Sekunden. Zweiter Grund, und das ist jetzt ein, ja, der ist uns etwas näher. Ich habe hier übrigens ein abgeschnittenes Bild, das ist schade. Das ist leider so. Na gut. Social Media. Wenn ihr Hörer habt, die Podcast-Episoden irgendwo hinscheren, dann bekommt ihr in den Social Media, auf Twitter, auf ADN, auf egal wo, mehr Platz, wenn ihr da ein Bild mit drin habt. Das ist eine ganz simple Bildschirmprozentanzahl, die ihr da mehr bekommt. Ob das Bild jetzt einfach nur, wie es oft üblich ist, einfach nur so zusätzlich ist, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, oder ob es integral ist, weil es eben in dem Fall bei Instagram um ein Bild geht, ist da erstmal egal. Was ein Bild hat, wird mehr angeklickt oder angetappt. Hier nochmal, das ist jetzt seit
das da oben, das ist völlig egal, weil wo guckt ihr hin? Auf den roten Schirm. Man kann ja gar nicht anders. Noch so ein Beispiel. Das mit dem Foto hat deutlich mehr Platz als der Rest und ist auch deutlich mehr sichtbar. Sichtbarkeit. Ganz zentrales Thema. eBay. Ja, es gibt eBay noch. eBay arbeitet natürlich auch mit Fotos oder man kann mit Fotos arbeiten, man muss es aber nicht. Und es gibt Fotos, die funktionieren nicht so toll. Es gibt Fotos, die funktionieren besser. Es gab eine Untersuchung, bei der kam raus, wenn man kein Foto hat, ist die Artikelbeschreibung quasi wertlos, völlig wertlos. Und gute Bilder können den Preis treiben. Es gibt eine Untersuchung, die sagt, wer auf eBay verkauft mit guten Fotos, macht bis zu 30% mehr Gewinn. Das ist eine Hausnummer. Also Fotografie hat Macht. Außerdem haben Bilder auch noch so einen psychologischen Effekt, da kommen wir ganz am Schluss nochmal drauf. Ein Angebot wirkt seriöser mit Bildern. Ein Foto unterstreicht immer das, was da gesagt wird. Und man wird ernster genommen. Ohne Foto? Nicht so. Wer das noch gut erkannt hat, ist Airbnb. Wer von euch hat Airbnb schon benutzt? Dürften einige sein. Airbnb hat Fotos in den Angeboten und die sehr prominent. Wer würde lieber links absteigen, miefig, dunkel, Brauntöne oder vielleicht in dem rechten, hell, freundlich? Die Fenster überbelichtet, aber schau mal, wie freundlich das wirkt. Wir können uns streiten über das Blumenbild an der Wand. Aber generell hat Airbnb das so weit erkannt, die schicken euch einen Fotografen. Wenn ihr ein Gästezimmer vermieten wollt, schicken die euch gratis einen Profi, der eure Wohnung fotografiert, damit die Bilder gut sind, weil die wissen, dass Fotografie verkauft. Das geht sogar so weit, dass sie euer Angebot höher platzieren, wenn ihr professionelle Bilder habt, die Airbnb bezahlt hat. Da müsst ihr nichts dafür bezahlen. Das funktioniert. Noch ein Punkt, warum ihr Bilder braucht. Das böse SEO-Wort. Ihr wollt ja schließlich besser gefunden werden. Und da reicht es eben oft nicht nur in allen Verzeichnissen zu sein, sondern wo suchen die Leute? In Google oder in DuckDuckGo oder sonst wo. Fangen wir mal mit den Dateinamen an. Bilder, die ihr irgendwo einbindet in euer WordPress, können wie hier einfach so Kopie aus Flickr mit irgendeinem kryptischen Dateinamen sein. Der ist tatsächlich ein Signal für Google. Und wenn der irgendwo so heißt, funktioniert der nicht. Wenn der so heißt, funktioniert das schon ein bisschen besser. Wie genau das in die Rechnung eingeht, kann ich euch nicht sagen, aber dass es eingeht, ist klar. Selbst wenn ihr irgendwelche von WordPress runtergerechneten Thumbnails benutzt, wie hier, ist da immer noch der Originalname mit drin und der hat immer noch eine Wirkung. Wie viel von euch nutzen überhaupt WordPress? Ich würde auch wahrscheinlich vermuten, so der Großteil. Also WordPress ist da tatsächlich interessant. Das nächste ist das Alt-Tag im Bild. Hier so schön alternativer Text. Auch der landet nachher, das Beispiel ist es zwar ein anderes, aber der landet nachher eben auch im Bilder-Tag und wird auch mit ausgewertet von den Suchmaschinen. Und mit guten Alt-Tags kann man sich nochmal so ein bisschen weiter hocharbeiten in den Suchergebnissen. WordPress hat dann noch ein Spezialding, auf Englisch ist das die Caption, auf Deutsch die Bildbeschriftung. Und die Bildbeschriftung wird dann umgesetzt in so einen Shortcode. Und dieser Shortcode, der ja, Caption steht da vorne mit eckiger Klammer, dieser Shortcode macht dann im Prinzip hier, dass das je nach Theme dann so aussieht, dass in unmittelbarer Nähe zum Bild dann dieser Text platziert wird. Und selbst das ist für die Suchmaschinen, für die Einordnung, wo das in diesen Suchergebnissen landen soll, ein Signal. Dieser Text in Bildnähe ist wichtiger, als wenn der irgendwo unten am unteren Rand ist. Dann gibt es noch das
Featured Image oder Episodenbild in WordPress, auch das fließt da irgendwie mit ein. Eins haben ist in der Regel besser als keines haben. Und dann gibt's noch, wenn wir den Webplayer benutzen, die Möglichkeit, hier ein Episodenbild noch mit reinzunehmen. Auch das taucht dann entsprechend auf. In diesem Fall übrigens für die anwesenden Webplayer-Entwickler, ich benutze das bei Tips from the Top Floor in dem Modus, dass er aus den Enclosures automatisch die Player generiert. Das heißt, ich gehe nicht rein und mache jedes Mal Shortcodes rein. Mir ist es noch nicht gelungen, da ein Default-Bild zu hinterlegen. Bei Happy Shooting ist es das Gleiche, weil wir machen das genauso. Wir ziehen das aus den Enclosures raus. In anderen Podcasts, wo ich das anders mache, da funktioniert das dann auch mit diesen Episodenbildern. Ich habe es versucht, über die Webplayer Options, über die Kategorie, irgendwo da ein Bild für Kategorien zu hinterlegen. Das funktioniert bei diesen Enclosures nicht. Also da muss ich nochmal mit jemandem reden. Egal, also wichtig, Dateiname, Alt-Tag, die Caption in WordPress, die dann den Text in Bildnähe platziert, ansonsten auch den Text gerne von Hand in dieser Bildnähe platzieren, das Beitragsbild und eben das Posterbild oder das Episodenbild, was dann entsprechend im Player noch mit drin ist. All diese Dinge helfen euch, in den Suchen besser aufzutauchen. Und dann taucht ihr zum Beispiel plötzlich in der Bildersuche auf. Beispiel Klorolle. Weiß auch nicht, warum ich das gewählt habe. Aber es funktioniert und dann taucht möglicherweise eure Podcast-Episode da auf. Erinnert sich noch jemand daran? Wer erinnert sich daran? Also nochmal kurz Recap, ne? Das rote Ding, das habt ihr alle noch im Kopf gehabt. Das da oben hat sich kein Schwein gemerkt. Es funktioniert also. Wenn dann eure Episoden geshared werden, dann landen sie hier zum Beispiel wie in Facebook mit einem Bild. Oder in Google Plus mit einem Bild. Je nach Plattform könnt ihr euch dann sogar noch aussuchen, welches Bild von der Seite dann genommen werden soll. Was da manchmal der Default ist, ist ein bisschen seltsam. Aber immerhin ist ein Bild dabei. Und was ich persönlich in WordPress benutze, ich habe so ein, zwei Helferlein, die ich da verwende. Das ist einmal ein Plugin, das heißt Quick Featured Images. Das sind die Seiten, die Beitragsbilder, die man normalerweise immer irgendwie von Hand reinklopfen muss und das ist immer so lästig. Mit diesem Plugin, das benutze ich jetzt seit ein paar Wochen und das funktioniert sehr gut. Mit dem kann ich zum Beispiel Regeln festlegen, nach denen dann dieses Beitragsbild in meinem Fall jetzt nach Kategorie einfach automatisch dran geklebt wird. Da bin ich jetzt gerade noch ein bisschen am Basteln, aber ich will das tatsächlich als Kategoriebilder verwenden und habe dann automatisch dieses Signal immer mit drin. Und die Suchmaschinen haben was zum Futtern. Das zweite, was ich benutze, das noch nicht nativ unterstützt wird, aber immer mehr wird, das sind die Retina-Bilder. Ich bin, ja, seit ich dann doch mal ein Retina-Display zu Hause habe, bin ich eher schockiert, wie viel unscharfe Bilder auf dem Web sind. Und mich als Fotografen, das tut mir so richtig weh, wenn ich da irgendwo unscharfes Zeug sehe. Da das noch nicht nativ unterstützt wird, gibt es zum Beispiel das WP Retina 2X. Das nimmt eure Bilder und berechnet daraus dann einzelne Größen und hat dann verschiedene Methoden, mit denen es rausfindet, was der Client braucht und gibt dann dem Client auch entsprechend die richtige Auflösung. Und das passiert alles im Hintergrund. Und wenn man groß genügende Bilder reinwirft, dann kommt doch bei jedem Webbrowser dann das Richtige an. Das funktioniert irgendwie einfach so. So. Das war das Warum. Dazu Fragen. Gut. Dann machen wir einen kleinen Abstecher in Richtung Rechte. Da gleich der Hinweis, es wird im Anschluss an diesen Vortrag noch einen vom Sebastian geben, der sitzt da vorne und macht das ausführlicher. Ich werde da jetzt nur ganz kurz drüber pflügen. Wir machen quasi so Staffelstab-Weitergabe, also bleibt auf jeden Fall hier, wenn ich hier fertig bin. Nur so der Begriffe mal kurz zu klären, Urheberrecht, Nutzungsrecht. Urheberrecht ist der das Bild gemacht hat. Und in Deutschland kann der dieses Urheberrecht auch nicht abtreten. Man kann nur ein Nutzungsrecht abtreten. Nur dass das ein bisschen geklärt ist. Es gibt nur einen Weg, wie man ein Urheberrecht tatsächlich abtreten kann. Dafür muss man aber sterben.
Das ist also kein so ein guter Plan. Das amerikanische Copyright, was man überall so sieht, ist eher so ja auf den wirtschaftlichen Aspekt bezogen, hat hier eigentlich keine echte Bedeutung. Der Grund, warum es immer überall dran geschrieben wird, immer noch, liegt daran, dass früher in Amerika die Rechte an einem Werk erlöschen konnten, wenn man es nicht dran geschrieben hat. Also wenn man vergessen hat, sein Copyright drunter zu schreiben, dann war das plötzlich weg, das eigene Recht. Das ist natürlich scheiße. Das übrigens noch bis 1989 war das tatsächlich noch so. Aber Copyright hat eigentlich in unserer Geschichte ja nichts zu tun. Was hier viel mehr zu tun hat, ist das Creative Commons. Es gibt viele Creative Commons Lizenzen. Ich gehe jetzt überhaupt nicht im Detail darauf ein. Das ist dann der nächste Vortrag. Aber ich verwende Creative Commons Sachen. Beziehungsweise, wenn ich selber fotografiere, dann werfe ich Bilder auch gerne mal als Creative Commons, zum Beispiel auf Flickr. Die unterstützen das auch ganz gut mit der Lizenziererei. Also da kann ich dann tatsächlich die entsprechende CC-Lizenz einfach für das Bild auswählen oder irgendwo als Default hinterlegen. Und dann sitzt und passt die. Und nur eine kleine Seitenbemerkung über die Creative Commons. Das war immer so eine Frage, jetzt nehme ich mir irgendwo ein CC-Bild her, was ich darf, und dann kommt der Mensch plötzlich auf die Idee, ich überlege es mir jetzt anders, ich mache das jetzt doch irgendwie alle Rechte vorbehalten und will dann Kohle haben. Das wurde dann geändert, CC-Lizenzen sind nicht rückziehbar. Das heißt, wenn ich mich jetzt entscheide, ich habe ein Bild und ich möchte das, ab jetzt bitteschön, möchte ich Kohle dafür sehen, dann hat der, der es vorher unter der alten Lizenz benutzt wird, das Recht, es auch weiterhin so zu nutzen. Sebastian, woher nehmen? On the big fat interwebs. Da gibt es ganz viele Bilder und das machen auch viele, die nehmen sich da einfach irgendwie Bilder. Keine gute Idee. Da gehe ich jetzt mal über meine nächsten Slides rüber, weil das macht Sebastian im Detail. Zweite Möglichkeit, an Bilder zu kommen, sind irgendwelche Microstock Agencies, also hier ab 74 Cent pro Einzel-Download, das ist recht günstig und man hat eine recht große Auswahl. Da gibt's viele, iStock-Foto, Fotolia. Wenn man Video braucht für Vodcasts, dann gibt's auch welche mit irgendwelchen Videofunktionalitäten, die einen dann hier irgendwelche ja, Stock-Videos auch zur Verfügung stellen gegen Kohle. Großer Fundus ist für mich nach wie vor Flickr. Genau deshalb, weil sie die CC-Lizenzen ordentlich unterstützen. Also ich zeige euch einfach mal ganz kurz, wie man Bilder in Flickr findet. In diesem Fall suchen wir wieder mal nach der Klorolle. Und das ist ja alles ganz hübsch, aber da ist so viel schlechtes Zeug irgendwie oben. Da wird nämlich erstmal nach Relevanz sortiert. Und ich möchte gerne so ein Bild haben und nicht vielleicht das hier. Wobei ich nichts gegen den HSV habe, okay? Das wollte ich damit nicht implizieren. Eine Möglichkeit, so ein bisschen besser, hübschere Bilder zu bekommen, ist einfach mal die Suche von relevant auf interessant umzustellen. Da werden dann je nach den... Ist quasi selbsterklärend. Ich wollte es trotzdem nochmal gesagt haben. Da greifen dann die Flickr-Algorithmen mit, wie viel Klicks so ein Bild hat und super Geheimfu, keine Ahnung, was die da genau machen. Und dann könnte es theoretisch schon mal sein, dass nach oben gespült so ein paar interessantere Bilder kommen. Da weiß ich aber, ja, das hat jetzt nicht funktioniert, aber da weiß ich dann immer noch nicht, welches von denen darf ich dann eigentlich benutzen. Und an der Stelle klappe ich mal rechts oben unter Erweitert einfach mal so eine Schublade auf. Und in dieser Schublade gibt es dann links unten, da wo man Lizenzen einstellt, die Möglichkeit, die Lizenz auszuwählen. Für mich, da ich mit meinem Podcast auch ein bisschen Sponsorship habe und überall Flatter-Buttons drauf sind und sonst was, ist immer so die Frage, ist das kommerziell oder nicht. Für mich ist dann dem einfach die sicherste Variante ist, ich gehe hier auf kommerzielle Nutzung erlaubt, suche mir also die Lizenz aus, bei der ich dann laut CC das auch kommerziell nutzen darf. Und dann habe ich die entsprechenden Bilder und dann habe ich meine tolle Klorolle gefunden und dann rechts unten klicke ich auf den Download. Ich nehme mir dann, wenn, also das ist ein Glücksfall, dass so große Bilder dann teilweise drin sind. Ich nehme mir dann auch teilweise wirklich das Größte, weil mir dann dieses Retina-Plugin das wieder entsprechend schön runterrechnet und ich habe die crispe Auflösung auch bei ganz hohen
Auflösungen. Also wenn da einer jetzt mit dem 5K iMac guckt, dann sieht das immer noch gut aus. Und dann ist mein Blogbeitrag fertig. Oder mein Podcast oder sonst was. Ist übrigens interessant, man kann auch hier nach Farben suchen. Also wer sein Color Scheme auf der Podcast-Webseite wahren möchte, der kann dann einfach so nach den prädominanten Farben suchen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt auch immer mehr Public-Domain-Sachen auch über Flickr gut zu finden. Gutes Beispiel ist jetzt aktuell SpaceX. Die haben jetzt ihre ganzen Bilder auf Flickr alle in die Public-Domain gestellt. Sehr lustig. Übersetzungen, öffentliche Domäne. Na gut, das ist die CC0-Lizenz, die entsprechend, hier, macht, nehmt. Und gut ist es. Und in dem Rahmen auch nochmal kurz den Hinweis auf die Flickr Commons. Das sind viele alte Archive, die hier digitalisiert werden und die jeweils so einen kleinen Rechtserklärung-Link dran haben. Viele davon sind in der Public Domain. Das heißt, da kann man sich teilweise unglaublich toll bedienen und als Episodenbilder oder für Mashups und für sonst was. Das nächste ist der eigene Fundus. Auch das, je nachdem, wie lange ihr schon fotografiert, könnte ja gut durchaus sein, dass da einfach schon was Passendes drin ist, wenn ihr in der guten Situation seid und in der glücklichen Situation einfach schon viele Bilder zu haben. Für mich ist das dann tatsächlich so Lightroom 4 oder mehr Sterne. Stört das? Ach so, fürs Foto. 4 oder mehr Sterne und dann habe ich relativ schnell einen Überblick, ob ich was finde für eine Episode. Oder das selber machen. Wer Bilder selber machen möchte, da ist auch so ein bisschen Technik-Fu manchmal dahinter. Also das die Frage, um Gottes Willen, da brauche ich aber eine gute Kamera. Und das ist aber natürlich nicht so wichtig. Da wollen wir auch heute um 16:45 in der Session zum Thema Fotografie einfach mal mit dem Smartphone losziehen und ein bisschen lernen, was für gute Bilder. Das sind alles mit dem iPhone 4 gemachte Fotos. Also da geht auch mit wenig Technik eine ganze Menge. Vielleicht ein paar kleine Tipps so für die, die nachher nicht auf die Session können, weil parallel was Interessanteres läuft. Wenn ihr nur so 3-4 Sachen beachten solltet beim Fotos machen, dann diese. Zum einen, es hilft immer, wenn man ein klares Subjekt im Bild hat. Also das, worum es geht, wenn nicht so viel anderes Zeug drumherum ist, was ablenkt. Und das bedeutet im Zweifelsfall, geht näher ran. Weil dann sind einfach weniger Sachen im Bild. Und dann ist einfach klar, worum es geht. Zweitens, die Größe. Das Subjekt ist einfach wichtiger, wenn es größer ist. Also hier ist klar, dass nicht die Wand irgendwie im Zentrum steht, sondern das große gelbe Schild. Farbe hilft natürlich auch. Also warme Farben sind immer Aufmerksamkeitserreger. Deshalb sind rote Ampeln rot und nicht blau. Weil sie einfach Aufmerksamkeit bekommen. Die Helligkeit von so einem Subjekt hilft auch. Also helle Subjekte vor einem dunklen Hintergrund funktionieren ganz gut. Auch hier so ein bisschen der Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrund. Also wenn ich jemanden mit schwarzen Haaren vor einem schwarzen Hintergrund fotografiere, dann kann es durchaus passieren, dass man die Haare nachher im Bild gar nicht mehr wahrnimmt, weil die mit dem Hintergrund verschmelzen. Oder ein Helligkeitskontrast, in dem Fall Farbe, Helligkeit. Wo guckt ihr hin? Natürlich auf den Haken vorne und das ist so das Wichtigste im Bild. Und eigentlich die Einfachheit. Also nochmal, nehmt raus, was nicht dazugehört. Auch hier wieder Helligkeit, Farbe hilft natürlich mit, aber es ist immer so relativ klar, worum es geht. Und letztendlich ist der Mensch auch nochmal ein zentraler Punkt in so Bildern. Sobald wir uns mit dem in irgendeiner Form identifizieren können, was in dem Bild passiert, wird das Bild für uns wichtiger und wir schauen lieber hin. Sobald der Mensch im Bild ist, es gibt eigentlich nichts, womit wir uns besser identifizieren als mit anderen Menschen. Und ganz zum Schluss noch, welches Bild? Das ist nämlich die Frage, ne? Ich habe meinen Fundus oder ich bin auf Flickr und ich mache jetzt eine Episode und ja, dann habe ich hier, ich weiß nicht, wie viel 100.000 Bilder werden pro Minute auf Instagram hochgeladen? Also es ist unglaublich, was wir gerade für eine Bilderlawine auf uns einbrechen haben. Also wie suchen wir das aus? Ja, entweder thematisch, in dem Fall hat das einfach was mit dem Thema zu tun. Thematisch, ja, funktioniert.
Für diesen Sendungstitel bin ich dann einfach mal in mein Archiv gegangen, habe mir die große Übersicht genommen und wusste gar nicht, was ich da nehmen soll. Und dann habe ich irgendwo diese Kringel gefunden, die ich mal experimentell durch Camera-Tossing erzeugt habe. Das ist Kamera auf Selbstauslöser und kurz bevor sie auslöst, hochwerfen. Und dann kommen solche Sachen zustande. Auch wieder auffangen, das hilft. Ja, hat ja irgendwie was miteinander zu tun. Interessant wird es jetzt hier. Was hat das mit dem Titel zu tun, das Foto? Erzählt eine Geschichte? Also? Ja. Vielleicht. Kinder und Geschichten. Ja, es hat eigentlich schon, ne, so direkt, also jeder hat so eine andere Interpretation. Was hat der Titel mit dem Bild zu tun? Ja, man sieht zumindest Fotogier auf dem Bild. Was hat der Titel mit dem Bild zu tun? Jornischt. Oder sagen wir mal so, ihr dürft euch den selber reininterpretieren. Was hat der Titel mit dem Bild zu tun? Nochmal überhaupt gar nichts. Fakt ist, noch dazu gibt es Untersuchungen. Es ist scheißegal, was für ein Bild ihr nehmt. Es gibt tatsächlich psychologische Studien, die sagen, Beiträge mit Bild werden für voller genommen, für seriöser genommen. Und welches Bild dann da dranhängt, ob das inhaltlich damit zu tun hat oder nicht, spielt keine Rolle. Also, um Himmels Willen, wenn ihr keine Ahnung habt, was für ein Bild ihr nehmen sollt und nicht wisst, wie ihr es thematisch dranhängen sollt, dann nehmt was, was hübsch aussieht, klebt das ran. Und ihr seid auf jeden Fall schon mal deutlich güldener, als wenn ihr kein Bild habt. Das war's. Wir haben noch 4 Minuten für Fragen. So, gibt es Fragen? Direkt aus der ersten Reihe. Direkt aus der ersten Reihe. Ich habe eine Frage und zwar, wie stehst du zu diesen Stock-Image-Seiten? Also ich bin selber Grafikdesigner und ich kenne durchaus einen Podcast, der im Moment Werbung für 99 Designs macht. Mhm. Und da fällt mir immer hinten alles über. Hast du irgendwelche Tipps zu Seiten, die man verwenden kann, wo die Fotografen hinterher auch wirklich von dem Geld, was man da einfach was sehen? Oder gibt es irgendwelche, die du kategorisch ausschließen würdest? Also nicht wirklich. Also im Stockbereich, ja, da gibt es zum einen natürlich gruselige Bilder, die man immer sieht, nämlich so die 2 Businesshände, die sich schütteln, der Klassiker, ne? Der Laptop im Gras. Oder der Laptop im Gras. Oder so. Die Dame mit dem Headset, die freundliche Telefonanrufe entgegennimmt. Exakt. So Bilder mag ich ja schon mal gar nicht. Oder wenn, dann bitte nur ironisch. Und dann aber gerne. Aber jetzt, ich habe jetzt keine Übersicht über welche Seiten sind ethisch vertretbar oder nicht. Also für mich ist es tatsächlich so ein Ding, ich nehme viel aus dem eigenen Fundus und in seltenen Fällen gehe ich dann mal und schaue, dass ich auf Flickr was bekomme und mache dann aber, stelle natürlich sicher, dass ich die Lizenz einhalte und dann entsprechende Attribution gebe und Links zurück und so weiter. Weitere Fragen? Ich hätte noch eine ganz kurze, wenn noch Zeit ist. Ja, klar. Hast du auch schon mal experimentell das ganze Thema Bilder für Kapitelmarken dir? Nein, weil ich keine Kapitelmarken habe. Aber würde schon auch Sinn machen, oder? Du hast mehr Bilder drin und damit hast du wieder mehr Signale. Und wenn die alle schön ihre Dateinamen haben, bist du an der Stelle schon mal ein kleines bisschen weiter, ja. Und die müssen natürlich in der Source deiner Website auftauchen, aber das tun sie in dem Fall, ja. Okay, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, nochmal vielen, vielen Dank. Ach ja, ich soll noch sagen, im August bin ich nochmal bei Podstock. Ich mache ja nochmal Werbung für Podstock. Okay, danke. Alles klar.